Jo, einen schönen guten Tag, liebe Freunde, und damit geht's weiter bei Advance Wars. Wir stecken immer noch in einem tiefen Schlamassel gegen Igel, der uns im letzten Part, ja, also ich will nicht sagen an die Wand geschrieben hat, aber doch ein bisschen reingehauen hat, um es mal so zu formulieren. So, wir sind immer noch in diesem Digicht und müssen hier uns irgendwie jetzt noch einen Weg zu seinem Hauptquartier bahnen, weil er da wohl noch ein paar Einheiten wohl stationiert hat, die wir noch nicht sehen können, die aber wichtig sind, damit wir ja noch hier gewinnen, weil anders kommen wir hier nicht mehr durch. Wir haben keine Flugeinheiten mehr, die hat er uns ja alle geraubt. Und das ist schick, dass er jetzt hier noch einen Raketenwerfer stationiert hat. Was ich natürlich auch erahnen kann und riechen kann, wohlgemerkt. Naja, dann kann ich zumindest hier heilen, dann lasse ich das lieber. Ja, und hab nur noch die Wahl, jetzt mich nur noch in den Wald zu verstecken. Anders geht es nicht. Weil er mich ja wohl überall sieht. Zum Glück habe ich ja auch noch ein Luftmeißel, das mir ja noch ein bisschen Sicht bringt. So, ist es hier? Nö. Aha, da ist es. Okay, kann er mich da angreifen? Nein, kann er sogar gar nicht. Ja, dann können wir das hier einnehmen. Mal wieder völlig unnötig. Aber wie gesagt, das kann ich ja auch riechen, dass er dann einen lustigen Raketenwerfer stationiert hat. Ja, das ist natürlich auch logisch und klar und was weiß ich, was man dazu sagen kann. Ja, setzen wir mal die Gabe ein. Bringt zwar eigentlich gar nichts, aber gut. Zumindest noch nicht. Ah ne, den sollte ich noch nicht machen. Ich sollte erstmal den hier angreifen. So. Und jetzt den ausladen. Ja, den sehe ich leider nicht mehr. Naja, dann wird er halt gleich besiegt. Kriegt zwar jetzt mal wieder mein Flak ein bisschen was ab, aber wir haben schon in dieser Mission so viel abbekommen. Och nö. Ach, wozu den Aufwand? Besiegen wir mal lieber erstmal wieder das Ding. Also den TTP. Wozu der ganze Aufwand? Denkt sich Igel. Wie viel machst du an Schaden, wenn ich fragen darf? 53, okay. Ich weiß, das ist jetzt ganz schön Spritverschwendung, aber 23, ja. Naja, egal. Lieber so. Ja, wir machen nur 5 Schaden. Das ist echt. So. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja. Das Einzige, was ich sage, ist, dass ich mich für den Cut entschuldige. Ja, sollen wir angreifen? Sollen wir nicht angreifen? Das ist hier die spannende Frage. Ach komm. Nee, greifen wir nicht an. So, und mit denen kommen wir mit leisen Schritten angetrabt. Ach, jetzt will er sich heilen. Ja, sonst macht er nichts. Okay. Tami, wie viel ziehst du mit deinem Mech ab? Ja, das sollte reichen. Ja, macht gar nichts an Schaden. So, mit dem können wir dann schon mal weitergehen. So, dann... Na, toll. Ja, mit dem letzten, was geht. Und dann überlebt er immer noch mit einem. Na, meine Fresse. So. Was wird Igel dir noch wohl aufbringen? Das ist jetzt die spannende Frage. Ja,
Na, er macht nichts. Okay, dann bist du halt eben jetzt tot. Zumindest dieser hier. Ja, und das mache ich auch nicht mit meinem, Mech. Dafür ist mir die Munition dann zu schade. Das mache ich dann lieber mit dem, ja, mit dem Jagdpanzer. Und wir nähern uns leisen Schrittes wieder hier an. Ne, lieber in den Wald gehen, man weiß ja nie. Oh, und da braucht einer Sprit. Also zumindest hier dieses... Ja, ja. Also, soll ich dazu noch was sagen, oder? Ja, also... Was kann ich dazu noch sagen? Kann ich da hin? Nein, da kann ich... Das kann ich auch sogar gar nicht. Naja, zum Glück haben wir noch einen Flak. Alles andere wäre jetzt echter Mist. Wenn er jetzt noch einen Bomber hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann bin ich erledigt. Aber es ist toll. Das ist ja so echt interessant, dass ich das auch immer weiß. Ja. Du hast ja auch sonst keine anderen Hobbys, ne? Weil jetzt muss ich wieder mit meinem Flak zurück. Naja gut, muss ich nicht unbedingt. Ich kann mich jetzt wieder in den Wald verstecken. Ja, also... Viel fällt mir zu dieser Mission absolut nicht mehr ein. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist echt nicht mehr normal. Sicht 2. Was hier abgeht, das ist schon nicht mehr heilig. Vor allen Dingen das. Ich bin nicht in seinem Sichtfeld, also... Naja. Och, toll, ja. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Fällt mir absolut nichts mehr zu ein. Ich kann seinen Bomber zumindest noch mit meinem, ja, mit dem hier besiegen, aber... Wenn er jetzt noch irgendein Flugzeug hat, dann bin ich geliefert. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Ach, da oben habe ich ja auch noch eine Infanterie. Habe ich ja ganz vergessen zu bewegen. Ja, also viel fällt mir nicht zu dieser Mission mehr ein. Also ich bin auch ehrlich, also alles andere als ein C-Rang wird mich auch stark verwundern. Also die letzte Mission war ja schon echt brutal. Und diese hier tut ihr Übrigstes. Fällt mir absolut nichts mehr zu ein. Wir sind schon beim 25. Tag. Auf was besetze ich diese ganzen Städte noch? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ja, du kommst da oben lang. Der hat doch bestimmt irgendwo noch einen Raketenwerfer oder so. Das rieche ich doch. Okay, da hat er ja schon mal nichts. So. So, getreu nach dem Motto. Aha, da ist das Ding. Okay. Dann wird das schon mal angegriffen. Und ich hoffe und bete, dass das jetzt endlich seine letzte Einheit ist. Ansonsten, ja. Habe ich keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll. Ja gut, der kann damit nicht angreifen. Sei denn, er hat hier irgendwo noch eine schicke andere Einheit, dann ja. Och, er hat noch einen Bomber. Och, komm, er hat noch einen Bomber, natürlich. Och, er hat noch einen Bomber. Was soll er denn sonst haben? Nee, also... Da fällt mir nichts mehr zu ein. Definitiv nicht. Ich habe keine wirkliche Direkteinheit mehr. Nee, da fällt mir nichts mehr zu ein. Er wird jetzt uns reihenweise ausnocken und... Was er eigentlich gar nicht sehen darf. Er sieht genau... Oh, der hat keinen Sprit mehr. Oh, das ist ja schön. Puh, da habe ich jetzt zumindest noch Glück gehabt. Oh, dann habe ich ja nochmal Glück im Unglück. Boah, das ist echt, ey. Alter, das ist nicht mehr normal.
Das ist absolut nicht mehr normal. Alter, ich kann nicht mehr. So, ne. Das ist echt, also diese Mission, die schafft mich bis ans Äußerste. Also, ich weiß ja, dass es hier einige wirklich wahnsinnig lustige Missionen gibt, aber diese hier, die hat ja mal echt ihr Übrigstes getan. Boah. Ich weiß nicht, wie viele Einheiten wir am Anfang haben, aber dass wir nur noch 5 Einheiten haben, ist Wahnsinn. So, egal. Rede endlich, Igel. Ich höre dir zu. Also gut, ich rede. Ich werde dir alles erzählen. Alles über Andys Angriff auf mein Heimatland Green Earth. Was? Seinen Geistesausdruck während des Angriffs werde ich nie vergessen. Igel, hör auf damit. Aufhören? Womit, Tami? Sieh dir an, wen du beschuldigst. Andy könnte sich komplexe Pläne gar nicht aushacken. Du verdächtigst dieses Kind, das noch nass hinter den Ohren ist? Wie bitte? Nun, dieses Gesicht strahlt nicht allzu viel Intelligenz aus. Boah, wie die den da, ja, ungeplant fertig machen. Moment mal. Und dann auch noch mein Lieblingscharakter. Naja. Genau. Andy verbringt den ganzen Tag damit, an nichts zu denken. Also das ist jetzt... So betrachtet fällt es mir schwer, Andy das zuzutrauen. Ihr seid gemein. Da hat er recht. Völlig überzeugt bin ich noch nicht. Ich hege immer noch einen Verdacht gegen euch. Wenn du lügst, Andy, verfluchst du den Tag deiner Geburt. Er ist gar kein so übler Kerl. Aber ein solcher Sturm... Oh. Es gibt sogar einen D-Rang. Alter Schwede. Oh, Tempo gar nicht. Oh. Also schlechter geht's nicht mehr. Oh, ich glaube, ich sollte mich dafür echt... Das ist echt zum Weinen ist das. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Alter Schwede. Oh, ein D-Rang. Das erschaut mich jetzt echt Wahnsinn. Ich sah sein Gesicht. Das war garantiert Andy, aber... Hallo, Igel. Oh, Sonja. Du bist Sonja von Yellow Comet. Was tust du hier? Es war nicht Andy, der dich angegriffen hat, sondern ein anderer. Hast du eine Ahnung, was hier eigentlich los ist? Ja, das habe ich. Ich sagte dir, wer all die Fäden zieht, wenn du mir folgst. Aber ich weiß das, was du befürchtest. Du kannst ihr ruhig folgen. Geh nur. Kann ich wirklich gehen? Nur keine Bange, ich kümmere mich schon um Green Earth. Wir segeln doch unter derselben Flagge, mein Freund, oder? Ich danke dir, Drake. Ich freue mich darauf, mir das Sternkorps näher anzuschauen. Ich treffe dich später wieder. Pass auf dich auf, Igel. So, die letzte Green Earth Mission und die letzte, wo ich Tami nehmen muss. Zumindest einen Freudentaumel. Boah, aber nochmal, wo wir nochmal wirklich unsere Nerven bis ans Äußerste strapaziert werden. Und dreimal dürft ihr raten. Es gibt wieder Kriegsnebel. Ist ja schon echt feierlich. Tami, Jake, könnt ihr mich hören? Was ist los, Nell? Wir haben ein Problem. Ein Spähtrupp verschwand in Green Earth. Das wird also eine Rettungsmission, richtig? Verstanden. So ist es. Im Besonderen muss diese Infanterieeinheit geschützt werden. Du hast 8 Tage, Tami. Schütze sie 8 Tage lang und dann sind wir zur Stelle. Ich weiß, du wirst es schaffen, Jake. Ach, das ist ja mal eine gute Sache. Nein, ich habe keine Fragen. Das ist nichts unmöglich an meinem Verhalten. Absolut gar nichts Ungewöhnliches. Absolut gar nichts. Kümmern wir uns lieber um die Mission. Ja, Tami hat es ja schon Nell hat es ja vermutet. Und ich denke mal, ein anderes Ziel sollten wir nicht haben. Okay. So. Okay. Also das Erste, was ich sehe, ist, wir müssen ein K-Heli opfern. Das ist schon mal das, was schon mal übrig ist. Aber gut, wenn wir von dieser Insel abhauen... Was ja mit diesen hier möglich ist. Oder Moment mal. Wie weit kann er denn fahren? Der kann... Ja, egal wo ich mich hinbewege, der wird überall hin. Okay. Ja, dann, walte deines Amtes. Greif mal diesen Speer an. Nicht Speer. Luftmeißel.
So, jetzt haben wir schon mal sein Angriffsfeld reduziert. So, dann würde ich sagen, dann greifen wir den nochmal an. Gut, auf diese K-Helis, wenn ich ehrlich bin, kann ich auch pfeifen. Naja, gut, sollte ich eigentlich nicht, aber gut. Manchmal muss man halt Opfer bringen und in dieser Mission ist es halt mal vonnöten. So, jetzt kann er sich überhaupt nicht mehr bewegen. Zumindest nicht ganz so viel. Schade, dass leider der Speer nicht ganz kaputt gegangen ist, aber naja, gut. Ja, er wird den hier definitiv besiegen und den dann wahrscheinlich mit einem von denen. Da kann er mit dem hier noch laufen. Er hat einen Bewegungsradius von 6. Im 2, okay. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, oder ist hier? Ist auch 1, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Dann darf ich mich also... Wie weit kann ich mit dem hin? Okay, den kann ich dann als Fracht nehmen. Naja gut, der wird so einen Schaden dann von dem Speer erleiden, aber... Ja, egal wo ich auch hier mit der Infanterie hingehe, da wird der Speer sein. Gut, aber der wird einen Dreierangriff machen und das wird nicht so wirklich viel Schaden machen. Gut, der Kampfpanzer, der kann sich aber auch noch bewegen. Naja, gut, der muss sich aber erstmal wegbewegen, okay. Ja, ihr merkt sich, überlegt viel. Okay, ich gehe erstmal hier hin. Das ist natürlich logisch, dass wir dieses U-Boot hier erstmal entfernen werden. Natürlich mehr als logisch. Aber dass wir dann nur den schützen müssen, das finde ich, ist eine gute Sache, also... Haben wir nur 8 Tage Zeit, wo wir überleben müssen. Gut, es wäre natürlich schick, wenn wir eine Menge Einheiten besiegen, aber wichtig ist es nicht. Vor allem, weil das dann endlich die letzte Mission ist, die so stressig sein wird. So, ja. Ja, was machen wir denn? Ja, du kannst da mal besetzen. Ich hoffe, der hat hier nichts, aber ich denke mal, ich meine, er dürfte hier nichts haben. Ja, den brauchen wir nicht. Dann gehen wir mit dem hier hin. Ja, die brauchen wir eigentlich hier nicht unbedingt, aber gut. So, was machen wir hier? Wir besetzen diese Stadt. Dich bringen wir zurück. Du gehst dann dahin. Da hat er nix. Ja, und ich würde sagen, das, was ich geplant hatte, mache ich auch. Und ich glaube, ich habe den falschen genommen, ne? Ja, ich habe den falschen genommen. Naja, egal. Dann darf er ihn gleich retten. So, okay. Langer Zug, ich weiß, aber... Der nächste wird klappen. Also der nächste wird kürzer. Bestandsaufnahme. Flaggeinheit und Kampfpanzer am Boden. Kreuzer, um die Flucht mit dem Transportheli zu verhindern. Gut, alles schiffgerecht. Diese Einheit kann nicht entkommen. Es wird Zeit für einen großen Platscher, um Aichel Deckung zu geben. Okay. Fängt ja schon mal gut an. Ah, ja. Zum Abfeiern. Naja, gut. Also das habe ich jetzt natürlich geplant. Das war beabsichtigt. Och, der hat da noch eine. Das ist schon mal schick. Gut, das war aber auch beabsichtigt. Oha, ich merke, er kommt. Der muss schleunigst weg. Der muss da schleunigst weg. Und ich finde es schick, dass er da ein U-Boot hatte, wenn ich es gesehen habe. So, du gehst erstmal schleunigst abhauen hier. So, wichtig natürlich, der Kreuzer hier besiegen. So, dann sieht das schon mal um einiges schöner aus. So, der geht natürlich hier hin. Was machen wir dann? Dann gehen wir mit dem U-Boot ein nach da. Ja. Okay, ja. Ja, dann lasse ich das lieber. Dann bleiben die Kreuzer doch da. Die schützen nämlich den. Das U-Boot, was sich jetzt dann hier befindet, das sollte es nicht schaffen, bis dahin zu kommen. Würde ich sagen. Ja. Ich habe meine Meinung geändert. Die gehen doch lieber zurück. Ja, die nehmen wir noch ein, damit wir zumindest auch noch ein bisschen Sicht haben. Wenn der ja weggeht, ist es ja egal. Und du gehst, dahin.
Okay. Oha, sein Tsunami geht weiter. Also, er setzt sein Tsunami ein. Und das ist nervig. Ach, er hat noch einen Kreuzer. Boah, wie viel hat er denn von denen? Alter Schwede. Und das finde ich blöd, dass er dann doch dahin kommt. Jo. Moment mal. Er hat nur Flachs, ne? Ja, dann stelle ich mich doch einfach hier hin. Da kommt er erstens nicht mit dem Sohn hin. Ja. Ja, das mache ich. Ich setze mich einfach hier hin. Da kann er nicht mit einem Flak hin. Naja, gut. Mit einem lustigen... Mit so einem Ding. Aber der ist geschwächt und ja. Na, leider kann ich mich damit jetzt sehen. Also, der wird hier... Ja, der geht hier ganz schön zur Sache, wenn ich ehrlich bin. Ja, Aichel hat's faustdick hinter den Ohren. Ja, also die Mission wird mal wieder richtig heftig. Oh, zumindest... Oh, Alter, das zieht ja fast gar nichts ab. Naja, zumindest kann ich mir jetzt schon mal dieses U-Boot vom Hals, ja, vom Hals halten. Aber da wird mein Schlachtschiff dennoch nicht davon geheilt. Das ist eine hier der wichtigsten Einheiten. Ja. Jo. Also es sieht nicht wirklich gut aus. Um das mal so zu betonen. Ja, ich schieb mich mit allem, was geht, zum Schützen. Ja, das war ja logisch. Was anderes hat mich auch stark verwundert. Außer weil er vergisst ihn jetzt nochmal anzugreifen, aber nee, was erwarte ich denn da? Wobei, ich könnte mich auch einfach geschickt an diesen Kreuzern hier vorbei mogeln. Das sollte nämlich auch möglich sein und er hat da nicht angegriffen, was mich auch erstaunt. Ja, Gabe. Oh, wie schnell schon wieder die Zeit vergeht. Ja, dann erstmal ganz nach links. So. Frontalangriff. Was anderes haben wir ja auch nicht möglich. Zuerst müssen die Kreuzer weg. Die sind die absolute Bedrohung von allem, was geht. Zumindest ist der erste besiegt. Aber gut, ich will noch nicht sagen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Weil dann werde ich den hier in diese... Ich werde so außen rum gehen, sodass ich den schön verstecken kann. Ja, du gehst mal dahin und du gehst dahin. Für den Fall, dass er hier noch was hat, aber das sieht nicht danach aus. Zumindest auf den ersten Blick. Okay, noch macht er nichts. Ja, danke, dass du mich da schön Hallo sagst. Und ich gehe mal auf Nummer sicher. Hat er da irgendwas? Nö, hat er nicht. Okay. Och. Die kann ich doch auch einladen. Doppelt hält besser, oder wie sagt man? So, zumindest nochmal eine Einheit besiegen. Die uns dann keine Gefahr mehr gibt. Und dann heißt es nur noch Überleben. Dann geht es nur noch wirklich ums nackte Überleben. Blöde leider ist nur, der hat ihn jetzt nicht bewegt und würde ich nicht bewegen, dann würde er ihn sehen. Also die einzige Möglichkeit, ja, da auszuweichen. Kann man eigentlich auch
Ist das eigentlich nur das Ziel oder schütze 8 Tage lang deinen Infanten? Ich weiß, du schaffst es. Okay. Also, ich könnte theoretisch auch sein Hauptquartier besetzen, aber ich denke mal, das sollte ich nicht tun. Dann wird schmerzhaft. So, komm, einen Tag machen wir noch. Drake darf noch. Ja, und wir ziehen auch nochmal einen Tag. Ja, die diese Mech-Einheit ist sowieso weg. Dazu war mir klar. Aber gut. Sozusagen auch wieder geopfert. Aber naja, was soll's. So, das Wichtigste ist ja, dass wir hier überleben. So. So. Geschickt ausgewichen. Oh, der hat keine Munition mehr. Ich habe kein TTP, ne? Oh, dann wird vielleicht auch mein U-Boot draufgehen. Naja. Wollen wir gleich gucken, wie viel Tag es ist. Dann werden wir in der nächsten Mission zumindest diese schaffen. Und dann endlich auch keine Kriegsnebel-Mission mehr. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ja, einen Tag musst du leider noch aushalten. Oder wie viel zieht... Ach ja, stimmt. Das geht ja hier leider nicht. Naja. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Wünsche euch noch... Wie viel... Ah, das darf ich nicht machen. Das darf ich nicht machen. 14. Ja, okay. Dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann und tschüss.